begrüße euch in mein Tagesenergie am 8. Juni 2017. Die Energie des Tages ist genau hinhören, Informationen sammeln und schweigen. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind die Glückskinder des Tages. Bei den Schützengeborenen bewegt sich einiges. Bei den Schützengeborenen ist wichtiges Thema gerade die Liebe, Partnerschaft. Aber sie fühlen sich noch unsicher. Wichtig ist, genau hinhören, was für Informationen kommen, im inneren Gleichgewicht bleiben und klare Entscheidungen treffen und möglichst schweigen, weil die Schützengeborenen können damit rechnen, dass sie Neider haben. Und wenn es alles gut läuft in die Liebe, Partnerschaft oder kommt eine neue Begegnung, dann ist es klug, lieber schweigen. Wie sagt man so schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die nächste Tierkreiszeichen sind die Steinbockgeborenen. In die Steinbockgeborenen nähert sich etwas. Sie bekommen mehr Klarheit. Sie schließen etwas ab oder bringen etwas zu Ende. In die kommenden Tagen kommt auch einiges in Bewegung. Und im Augenblick ist wichtig, mit der Finanzen beschäftigen. Und wenn Sie das klug im Hand haben und gut investieren und achten darauf, dass das alles im Gleichgewicht ist und treffen kluge Entscheidungen, dann können die Finanzen verbessern oder haben sogar Gewinnchancen. Keine schnellen Handlungen, alles gut überlegen, alles abwägen und es verspricht Glück und finanzielle Vorteile. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben eine gute Energie. Wichtiges Thema ist die Berufung bei vielen Wassermanngeborenen und sie möchten ihre Talente, ihre Fähigkeiten, ihre Ideen umsetzen. Und das ist ganz gut und es spricht auch anderen an. In die Liebe, Partnerschaft sind eine gewisse Einschränkungen möglich momentan. Aber jemand meldet sich von der Vergangenheit oder kommen schöne Erinnerungen und es ist schön und angenehm. Und ein guter Gespräch ist auch zum Erwarten und eine gute Nachricht. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen sich momentan eingeschränkt. Es fehlt die inneren Gleichgewicht oder fühlen sie sich kraftlos. Ein bisschen Geduld, bis das alles verbessert, dann kommt auch etwas in Form. Und bei den Fischengeborenen ist wichtiges Thema momentan die Bekanntenkreis, Freundeskreis und die haben gute Hoffnung, beruflich etwas verbessern. Es ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln, ist die Möglichkeiten sind noch nicht da, aber das nähert sich schon und viele Fischengeborenen haben gute Chancen, beruflich etwas verbessern oder verändern. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben gerade eine gute Energie, etwas Neues beginnen. Und sie sollen auch jetzt handeln und diese gute Einflüsse und gute Energie auch nützen. Auch wenn sie kraftlos fühlen oder müde oder erschöpft, ist trotzdem ein Vorteil, etwas Neues beginnen, aktiv zu sein, mutig zu sein, die Ideen umsetzen, weil die Möglichkeiten, Chancen sind da. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sollen gerade schweigen. Aber was für Informationen kommen oder was für Nachricht kommt, das genau überprüfen, genau hinschauen, aber nicht viel reden, also der Sprache etwas zurücknehmen. Weil das kann zu Missverständnissen führen oder die verraten etwas und später bereuen sie dich,
bereuen sich, dass die Stiergeborenen, also eher zurückhaltend sein und das, was für Information kommt, das kann auch eine gute Nachricht sein, das sagt etwas auf den Stiergeborenen und in die Liebe-Partnerschaft bewegt sich auch einiges. In den kommenden Tagen kommt mehr Stabilität, momentan fühlen sich die Stiergeborenen etwas unsicher. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, brauchen jetzt gerade Mut und Kraft, sich durchsetzen oder um die Gerechtigkeit kämpfen. Und sie haben auch diese Kraft und sie werden etwas ansprechen. Aber das Abwägen, was man sagt, wie man sagt, ob man überhaupt sagt und je nachdem, in welcher Situation das handelt, ist besser vielleicht schweigen. Aber die brauchen momentan Kraft und Mut und das haben sie, die Zwillingsgeborenen, und sie können sich jetzt durchsetzen in allen Lebensbereichen und in Liebe-Partnerschaft bewegt sich auch einiges. Und wenn es um Sprachen geht, dann ist wichtig, diplomatisch verhalten und das Abwägen, ob das passend ist, wenn man etwas sagt und wie man das sagt. Und die Frage stellen, ob das nicht kluger wäre, gar nichts sagen, weil die Zwillingsgeborenen kann auch passieren, nicht jede einzelne, das würde ich nicht behaupten, dass sie auch Neider haben. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, ist etwas in Bewegung und sie machen Schritte. Und auch wenn das noch alles noch undurchschaubar erscheint für die Krebsgeborenen, trotzdem haben sie einen Vorteil, wenn sie schon aktiv sind oder etwas Neues beginnen oder schon Schritte machen. Und in die Liebe-Partnerschaft ist auch einiges in Bewegung und das ist eine gute Energie. Auch für Krebsgeborenen, auch die Zwillingsgeborenen und auch für die Stiergeborenen. Alle drei Tierkreiszeichen haben gerade eine gute Zeit, was die Liebe-Partnerschaft betrifft. Aber bei vielen Fällen ist es klug und es trifft auch die Krebsgeborenen, nicht viel davon erzählen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Möglichkeiten und Chancen und auch eine tolle Energie, jetzt etwas Neues beginnen. Auch wenn die Liebe-Partnerschaft in gewisse Einschränkungen da ist oder fühlen sie sich alleine oder alleine gelassen, in allen anderen Bereichen wie Veränderungen, etwas Neues beginnen, um die Finanzen kümmern, um die berufliche Situation kümmern oder in Freizeit etwas unternehmen. All diesen Themen haben aber Glück die Löwen geboren und sollen auch aktiv sein. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen fühlen sie sich etwas eingeschränkt momentan. Die verlieren gerade die Boden unter den Füßen, mindestens mal so fühlen sie sich, die Jungfrau-Geborenen. Ein bisschen Geduld noch, bis da wieder die Sicherheitsgefühl kommt oder die Stabilität oder Bestätigung. Wo angenehm ist für die Jungfrau-Geborenen, das ist die Liebe-Partnerschaft. Und es entsteht auch gute Chancen, Möglichkeiten, die bestehende Partnerschaft in Ordnung zu bringen oder eine neue Begegnung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind von etwas begeistert und sie haben auch die Kraft und den Mut, all das zu bewältigen. Und sie sollen aber darauf achten, wie setzen sie ihre Kraft ein. Weil wenn das zu viel ist, kann passieren, dass das umkippt, diese Waageschale, und fühlen sie sich dann erschöpft und kraftlos. Das heißt, Ziele setzen und da aktiv zu sein. Die Möglichkeiten und Chancen sind da. Und wichtig ist Prioritäten setzen und da auf dem Wesentlichen konzentrieren, weil das führt zu Erfolg. Wenn das alles zu viel ist, dann verlieren sie die Kraft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bewegt sich einiges. Und das ist auch die Begeisterung da. Wichtig ist momentan die Liebe-Partnerschaft
Und da sollen die Skorpiongeborenen genau das betrachten. Ein Gespräch kann die Skorpiongeborenen eher verunsichern. Oder wenn eine Information kommt, dann lieber das betrachten, was sagt es. Ist es die Wahrheit oder doch nicht die Wahrheit? Und es ist auch klug zum Schweigen. Aber Mut und Kraft haben sie, die Skorpiongeborenen. Und wo sie genau hinschauen sollen momentan, das sind die Liebe, Partnerschaft. Und das war meine Tagesenergie. Und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete, auch telefonisch, auch über Skype, auch durch schriftliche Beratung oder durch Videos. Und ich freue mich natürlich auch auf die Gespräche. Meine Kontaktdaten werde ich sofort einblenden. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Eure Dendera.